Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen. Der Doc sendet Gruß aus an die Welt der Warhammer-Begeisterten, an die Welt der Warhammer-Enthusiasten. Ich befinde mich wieder einmal im Lande Katai, im Königreich oder in den nördlichen Provinzen mit unserer Hauptstadt Nangao in der Schießpulverstraße. Beim letzten Mal, die Harmonie ist beim Arsch. 4-4 Yin. Wie habe ich denn das hingekriegt? Wir brauchen bitte Yin. All Cathay will benefit. Vermutlich, genau. Vermutlich deswegen, genau, weil beim letzten Mal haben wir eine Generalin verloren. Die gute Chung Gong Ye, die war vermutlich eine Yin-Generalin. Denke ich mal. So gesehen wäre es fast intelligenter, jetzt eine neue Yin-Generalin zu holen. Ah, du bist der Alchemist, okay. Genau, aber Shui Jin hat schon Rache genommen am Schluss vom letzten Part und das Drachentor wieder besetzt. Das war so eine dieser epischen Battles, wo sie sich dann ums sprichwörtliche Arschlecken nicht ausgegangen ist. Und genau, das hat uns die Generalin gekostet. Ja. Die war, wie gesagt, vermutlich eine Yin-Generalin. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage, ob wir einen weiteren Gen uns holen. 3-6. Eigentlich spricht nichts dagegen, dort doch von der Tech wieder wegzugehen. Und einen neuen Gen zu holen. 3-6 ist jetzt nicht so viel, aber wir haben gut Geld auf der Seite. Also die Mechanik, die Kampagnenmechanik mit der Karawanenstraße ist echt recht mächtig, was das Einkommen betrifft. Das müsste, wie gesagt, eine Yin sein. Widerschaft im Kampf gegen Chaos-Dämonen ist gut. Du bist der Marschierer, du bist inspiriert und du kriegst den ersten Push für die Inf. Genau. Miao Yin ist eigentlich schon wieder fertig für alle möglichen Spaßigkeiten. Wie den Kerl da, die Kerlin dort drüben jagen. Und du rekrutierst mal, das wird eine durchschnittliche Armee eher werden. Voila, wir kriegen Rang 8 bei Rekrutierung und Rang 5 bei denen. Das ist schon ordentlich. Das ist echt fett. Hohoho. Oh ja. Junken. Da würde es sich eigentlich fast anbieten, ihr die Jadekrieger zu geben und Shui Jin dafür mit Drachenwachen weiter zu füttern. Ja, das können wir eigentlich machen. Dann rekrutiert die, dann tauschen wir die aus. Dann haben wir schon recht saftige Erfahrungswerte da dafür. Genau, die Bao San Gongye wird dann eine Standard-Generalin. Und Miao Ying, mit der bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wie gesagt, ich lasse die Jadekrieger drin.
weil die in den Questschlachten einfach weniger Punkte brauchen zum Verstärken. Keine Ahnung, ob das so viel ausmacht. Ich glaube, da kosten Upgrades 100 oder Verstärkungen 100 und bei denen sogar 300, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Keine Ahnung, ob das so viel ausmacht, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor. Der Karawanenmeister. Duscht ebenfalls ein bisschen die Impf. Genau. Du bist auch noch da. Ja, Verstärkung behindern ist jetzt nicht so wichtig. Du kannst stattdessen einen anderen Agenten jagen. 62, na, das krieg ich doch nicht was. Setz den noch an seine Fährte. Und den Pomai kriegen wir schon Stufe 4. Wunderschön. Ja, das ist eigentlich sehr gut. Wobei Korruption momentan eh nicht das Problem ist. Erst wieder, wenn die nächste Welle Risse aufploppt. Genau. Die himmlischen Loyalisten. Together we shall maintain order and balance in the world. Da sind wir schon relativ nahe dran an der Konföderation. Bei denen natürlich eher nicht, ist klar. Okay. Habe ich mich verlesen vorher? Habe ich erst recht die Falsche rekrutiert? Plus 3 Yin. Habe ich vermutlich erst recht die Falsche rekrutiert. Habe ich jetzt falsch gedacht? Scheinbar habe ich jetzt falsch gedenkt. Okay, habe ich sehr gut gemacht. Habe ich sehr, 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 sehr gut gemacht. Ja, wunderbar. Ja, der Hüter. 43. Ich bin jetzt aber ein bisschen verwundert, oder eigentlich hat mich vor der Harmoniewertung verwundert, die Tatsache, dass da doch noch Risse da sind. Weil da jetzt kein Timer steht, also kein Ablauf. Ja, aber wie beim letzten Mal erwähnt, das Slanesh wäre ohnehin der nächste auf meiner Abschlussliste. Genau, von daher schauen wir einfach mal weiter. Gestern ist wieder ein Update gekommen, also so ein kleiner Patch ist durchgelaufen. Ich habe auch gerade in Steam reingelesen in Vorankündigung, dass Patch 1.1 im Anfang April kommen soll. Jetzt gerade haben wir es den 19. März. Und beim Laden vom Spielstand ist mir gerade auch schon angezeigt worden, dass das ein alter Spielstand ist, wer hätte es gedacht. Und es da deswegen zu Abstürzen und so weiter kommen kann. Ist mir bislang noch nichts. Also zumindest laden lassen hat sich der Speicherstand problemlos. Hoffentlich geht es in dem Tonfall weiter. Wäre aber eigentlich fast ein Argument, die
das Let's Play halbwegs zu einem Ende zu bringen, recht bald. Aber wir sind erst zur Hälfte drin. Es ist schon noch gut, Messerarbeit zu erledigen. So ist es wieder nicht. So, das werde ich automatisch machen. Das dürfte ziemlich eindeutig sein. Die werden wir wieder nicht zu fassen kriegen. So viel Slanishität ist nicht zu fassen. Das mit den defensiven Vorräten habe ich echt noch nicht ganz verstanden. Ich meine, ja klar, schön, defensive Vorräte ist gut. Aber wenn die Einheiten in der zweiten Runde gleich der Belagerung schon Verschleiß fressen, dann ja, wahrscheinlich wird es mehr Verschleiß sein, wenn man diese Vorräte da nicht baut. Würde jetzt einmal am meisten Sinn machen. Vermute ich. So, wo wäre der nächste Riss? Die hat man doch in der Karte gesehen. Da. Oder da unten. Das dürfte hübsch, egal sein, welche Richtung wir einschlagen. Natürlich ist der auf unserer Seite der Mauer wesentlich zugänglicher. Weil da nicht so böse Chaosfritzen herumstehen. Aber, ja, genau. Ah, jetzt, da haben wir es. Zwei Runden. Ja. Eins. Zwei. 3, 4. Okay, keine Chance. Keine Chance, keine Chance, keine Chance. Ja, du bleibst da stehen. Gebäudeverbesserung. Yang, wir bräuchten Yang. Wir bräuchten Yang. So, und du, wo? Da. Naja, wurde durch den Malsturm geschwächt und ist leichter angreifbar. So mag ich das doch. So aber nicht. Arge. Okay. Soll so sein, soll so sein. Dann funktioniert das jetzt? Fragezeichen. Dass das nicht wieder einen neuen Speicherstand automatisch hinterlässt. Egal. Muss man mal löschen in einer ruhigen Minute. Eine Rebellion in der Stadt der Affen. Wegen 100 Nörgelkorruption. Juhu. Ich stehe auf den Scheiß, ganz ehrlich. Gegen einen Mulchinus Pilzschwurz. Ja, Part Nummer 30 übrigens, fällt mir gerade ein, voll Jubiläumspart. Mhm. Ich glaube online oder hochgeladen habe ich gerade Part Nummer 19 oder sowas. Es ist also wieder mal griechischer Spion. Es ist also wieder mal Zeit für ordentliches Vorarbeiten. Äh.
machst mal kehrt und laufst Richtung Schlangentor. Ich lasse mir jetzt einfach ein bisschen gegen das Chaos kämpfen, bis die nächste Welle an Rissen spawnt. Und genau, dann auch Slanesh steht am Speiseplan. Wir sind nach wie vor die einzige Fraktion mit 2 Seelen. Ja, das ist doch was Nettes. Du brauchst ebenfalls nur 2 Runden, okay. Und sonst wäre es eigentlich mal Zeit, um ein paar Strafexpeditionen jenseits der Mauer ins Werk zu setzen. Kurgan, Kurgan. Jupp, 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 jupp. Auf ein neues. Jupp. Wunderschön. Genau, du bist fertig mit Rekrutieren. Du stellst dir da an die Grenze. Und. Zweimal Kranichschützen für sie. Junke, was hast denn du an AT? Du hast eine Großkanone. Okay, dann kommen die Bauernreiter weg. Und du holst noch eine Junke. Und das war's dann vom Einkommen auch wieder. Also 3 Fullstacks gehen noch nicht. Also vom Unterhalt her mal gesprochen. Ja, konföderieren. -4,1. Ob ich das nicht schon mal versucht? Ich hab's gerade im Kopf. Also ich habe vorher einen Speicherstand gefunden, den ich so benannt habe. Ich wüsste aber nicht. Ob ich das jetzt schon gemacht habe. Vermutlich habe ich es wegen dem Einfall der Norska nicht gemacht. Ja da, Konföderation. Oder habe ich es nicht gemacht, weil es wegen der Wertung nicht gegangen ist. Ja, vermutlich weil es wegen der Wertung nicht gegangen ist. Vermutlich deswegen. Sie waren ja ein bisschen böse in diesem Patch Notes. Sie haben extra am Anfang, also ich habe nicht den ganzen Artikel gelesen, also es war eher so ein Blog-Eintrag. Sie haben am Anfang extra reingeschrieben, sie lassen sich noch Zeit, was Infos betrifft, zu den anstehenden DLCs. Stichwort Mortal Empires. Ist aber irgendwo auch verständlich. Ja, sie wollen vermutlich. Zensch. Eishof. Okay, der Zensch hat ebenfalls 2. Sie wollen vermutlich die gröbsten Fehler erstmal ausbügeln, bevor es geht an die großen Erweiterungen und DLCs. Okay, richtig denken. Wir brauchen Yang. Ich würde aber lieber haben in Form von Push für. Das ist auch sexy. In Form von Push für die Terrakotta-Wache.
So, wie schon gelesen, 97 Garnison. Ja, 97 Einheiten Garnison. Gut, du kommst raus. Wir fressen noch keinen Verschleiß, interessant. So, schauen wir mal, ob die attackieren. Die drei wären jedenfalls in Reichweite. Wenn der noch dazu käme, wäre es ein bisschen böser. Aber diese drei Half-Stacks gehen eigentlich schon. Die wären sogar eine ganz hübsche, nette und leibende Schlacht, finde ich. Die würde sogar handschriftlich führen. Aus irgendeinem Grund machen wir jetzt mehr Geld. Vermutlich ist irgendein Gebäude fertig geworden. Kornkorruption nimmt ab. Minus 6, es wird immer mehr. Ja, je mehr er sich wieder erholt, denke ich mal. Okay, du holst nochmal eine Runde die Füße still, bis dieser unsägliche Timer da weg ist. Und dann. Bleibt Shuichi im Drachentor, die kommt dann dafür dazu. Oh voll, wir werden ja belagert, das habe ich jetzt ganz vergessen. Lustig die Grünen heute auch sind, aber mehr Frontenkrieg und so. Wird alles nur ein bisschen, würde alles nur ein bisschen verlängern und komplizieren. Und tschüss. Sayonara. Irgendeinem Grund. None but Slanesh may dominate me. Okay. I shall bully. Okay. Your followers think you are fool. Okay. Never black, never vulgar. Da kündigt sich eine winzige Niederlage an. Aber nur eine winzige. Power in the blood. Wherever Cafe leads me. The path of destiny. You are but a speck. You are but a speck. Juhu, Speck. Gut, und Shuichin kommt darunter. Wird vermutlich zu spät sein. Oder wird mich überraschen, wenn nicht. Sagen wir es mal so. Aber, ja. Gut. Oh, der will sogar. Mhm.
Darauf ein Schluck von meinem Spritzer, von meinem Siegesspritzer. Oder wie man in den Weiten des lieben Nachbarn, unseres lieben Nachbarn Deutschland sagen würde, eine Weißweinschorle. In Österreich sagt man Spritzer dazu. Oder noch abgekürzter Spritzer. Ja. Was haben wir denn da überhaupt? Barbarenjäger, Barbarenimpf und einmal Hundis. Jo, da werden wir mit der AT ganz gut reinbomben und ihn zwingen herzukommen. Und ja, bum bum, Schlitz Schlitz mit den Terrakotta-Typen. Was man halt so macht, wenn man voll die Gaudi haben möchte. Ist gerade wieder Samstagabend, an dem ich aufnehme. Hätte eigentlich morgen sogar Zeit, um ordentlich und fett aufzunehmen und cool und leibend und groß. Jo. Das Ding dabei ist nur immer die, so was das Leben des YouTubers anbelangt, das Uploaden der Parts frisst im Grunde mehr Zeit, das Rendern und Uploaden der Parts, als das direkte Aufnehmen selbst. Weil natürlich wir berufstätigen YouTuber haben eine Menge Zeit zur Verfügung für Aufnehmen. Ich stelle die mal so auf, vielleicht arbeiten wir dann mal mit einer geschlossenen Gruppe. 20 ist gut, Aufstellung starten. Und ihr ballert direkt los. Today we face evil. Today, as on all days, we shall smite it. Jui. So, da. Da wäre eigentlich der Geschwindigkeits-Debuff relativ sinnig. Dann hätten die hätte Artillerie mehr Zeit zum Bomben. Und das macht sie ziemlich gut. Perfekt. Nicht ganz perfekt. Ne? Doch, ist in Ordnung vom Timing her. Der Mahlstrom von Miao Ying ist ziemlich mächtig, weil sich der nicht zufällig irgendwo bewegt, wie man es gerade gesehen hat. Da macht einfach der Ring auf, behält alle Einheiten. Im Würgegriff. Und ja. Genau. Ah, da waren die Hundis kurz dran. Der ist bei den Jadekriegern jetzt, wird aber nicht weit kommen. Okay, kriegt einen Ansturm, geschenkt. Feuer!
Und ihr kriegt sicher noch eine schöne Salbe hin. Ja. Wunderschön. So, und jetzt ballert's bitte noch auf den Typen. Die Rakotta-Typen sind am ersten Mal die Leutchen, die ein bisschen Friendly Fire ertragen können. Jo, volle Kanne, bitte. Macht's denn weg? Ihr hört's auf zum Schießen, wenn Kaff im Spiel ist. Na komm. Nicken. Yep. Zu null habe ich auch selten, muss ich sagen. War aber lustig. 180 Kills, 137. So gefällt das. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wenn die nächsten Portale aufgehen, gibt es sowieso eine Vorabmeldung, eine Warnung. Bis dorthin, oder einfach so die nächsten paar Runden, können wir uns mit Miao Ying im Norden einfach ein bisschen amüsieren und herumtreiben. Und dann recht bald wieder nach Süden, wie gesagt, zum nächsten Übertritt in die Chaosreiche. Alles klar. Ich habe mich schon gewundert, ob es über Level 40 hinausgeht. Scheinbar ja. Vermutlich 50 oder so. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß, hätte ich jetzt nicht erwartet. Hätte ich nicht gedenkt. Billiger, bitte. The Bastion's defense requires it. No. Storm Dragon. Sollen wir nachsetzen? Das ist der gefürchtete Wo. Und das ist das Senschvogelhaus. Ich hab mein Bild, das ist da unten irgendwo. Oder ist das doch im Norden? Egal. Ja, komm, setz noch. Das ist notwendig. Eigentlich eher nicht. Der kommt nicht ran. Okay. Ja, das sollte machbar sein. Ja,
Armeen jenseits der großen Bastion erleiden extremen Verschleiß, bitte. Das mag ich sehen. Okay, dann ein weiteres Mal speichern, speichern, speichern. Speichern, speichern, speichern. Alchemist of the House of Secrets. Jawohl, Ska. Mehr Agentenkrieg braucht das Land. So, schauen wir mal, ob wir jetzt attackiert werden von der blöden Aufwiegler-Armee. Mhm. Nöp. Kein Krieg gegen eine andere katayanische Fraktion. Im Leben nicht. Viel zu kompliziert, viel zu langwierig. Okay. Okay. Das sollte funktionieren, wenn die angreift. Dass wir zumindest die Verstärkung der Siedlung kriegen. Deswegen spiele ich da jetzt ein bisschen riskanter. Okay, Pomei. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufteilen, was die spezialisierten Gebäude betrifft. Was haben wir in Nangao nicht? Alles gut. Nangao spielt alles Stückchen, Freunde. Vielleicht am ersten einen Himmelsturm für die Forschungsrate und für einen Astromanten. Wo haben wir es? Da haben wir es. Und Drachenwache. Ja, die brauchen wir jetzt nicht überall oder hat jetzt nicht die Priorität. Du machst nochmal so einen Alchemistenturm. Okay. Des Weiteren. Selbiges noch einmal. So, das haben wir schon gesehen, das mache ich automatisch. Leichte Verluste. Okay, da ist jetzt 0% gestanden, ich habe es jetzt zu spät gesehen. Du. Kriegst. Jo, ausgedehnte Kontrolle. Das sind dann schon die Fähigkeiten, die wir gar nicht wirklich mehr brauchen. Kann das sein, dass du das Einkommen pusht? Ich nehme mal an, oder? Schlacht
Lichteffekte. Wie, da kommt einiges zusammen. Sehe ich da jetzt nicht. Aber das ist ja das, dass sie immer aus allen Gebäuden lokale Provinz. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Okay, was machst du? Sie braucht eigentlich Kaff. Für eine schicke kleine Halfstack. Ja, komm, dann kriegst du noch. Dann kriegst du noch zweimal Jadelanzenreiter. Und du hockst den. Achso, das ist immer noch dieselbe Runde. Sorry, mein Fehler. Ja, wir sind aber bei 40 Minuten. Über 40 Minuten, das soll reichen für den Part. Schauen wir, ob wir noch rechtzeitig kommen, um die Stadt zu entsetzen. Um sie alle zu erschrecken. Nöp. Hardrock-Kartei. Gut, ich werde mir Nachschub an Spritzer genehmigen, gönnen und besorgen. In der kurzen Zwischenzeit zwischen den Parts. Und dann geht's in kürzester Kürze für mich weiter. Genau, bin gespannt, was sich noch tut. Es verabschiedet sich wie üblich der Doc von Gfunden Games, einer von zwei Personen, die diesen Kanal betreiben. Genau, und ich sage grüß euch und tüdelü.